Ja. Morgen, Herr Magal. Ihre Post. Und das war auch dabei. Abends sind wir jetzt langweilig. Wie viel von dem Schmarrn kommt noch? Ich leg's zu den anderen. Ach ja, und der Herr Künast, der wollte einen Termin bei Ihnen. Hat er gesagt, warum? Na, bloß, dass Sie wissen, um was geht. Dann soll er nach dem Mittagessen bei mir vorbeischauen. Gut, sag ich ihm. Moin, Frau Huber. Morgen. Ah, super. Wo soll denn hier das Holz? Ja, wenn Sie es gleich dort aufrichten dürfen. Aufrichten? Ja. Na, aufrichten ist nicht im Preis. Schauen Sie mal her da. Lieferung ebenerdig auf das Grundstück. Aha, was heißt das jetzt? Ja, wenn ich es aufrichten soll, dann kostet es extra. Und wie viel? Da, 55 Euro in der Stunde. Was? Plus Mehrwertsteuer. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist der ganz normale Tarif. Was tun wir jetzt, Frau Hofer? Dann kippen Sie es ab. Jawohl. Wenn Sie mir da noch unterschreien würden, Frau Hofer. Soll ich es ja nicht doch aufrichten, hä? Na, danke. Ja, gut. Das kriege ich schon. Gerti, sagen Sie mal, haben Sie den blauen Ordner weggenommen? Was denn für einen blauen Ordner? Ja, der bei mir auf dem Schreibtisch gelegen ist. Ach, Herr Künast, die nimmt doch nichts weg von Ihrem Schreibtisch. Komisch. Aber schauen Sie mal, ob Sie ihn finden. Irgendwo muss er ja sein. Ja. Bin einmal kurz weg. Mhm, wiederschauen. Ja? Gerti? Ja? Und? Herr Künast, ich werde ihn gleich suchen und wenn ich den Ordner habe, dann bringe ich ihn. Danke. Ach, haben Sie mir eigentlich einen Termin beim Boss gemacht? Ja, nach Mittagessen. Danke. Ja, Herr Künast? Gerti? Mhm. Komm schnell, Gerti, schnell! Morgen, Herr Brandl. Morgen, Frau Hofer. Wollen Sie eine Tasse Kaffee? Na, danke, mir pressiert's. Geh, Herr Brandl, für eine Tasse Kaffee muss doch immer Zeit sein. Also gut. Komm an. Wenn Sie das so nett sagen. Haben Sie ein Holz gekriegt? Ja, ohne Holz brennt er nicht, der Kachelofen. Ja, da haben Sie natürlich recht. Dass der das einfach so da auskippt. Ja, so sind die Lieferbedingungen. Frei Hof, gekippt, aufrichten kostet extra. Aha. Ist aber schon ein bisschen im Weg, der Haufen. Ach, bloß bis das Holz da auf der Wiesen aufgerichtet ist. Wie riecht man den? Ich meine, wie werden das aufgekriegt? Da habe ich mir schon meine Gedanken gemacht. Kann es sein, dass ich da in Ihren Gedanken eine Rolle spiele? Brandl? Aha. Bin schon unterwegs. Danke, Frau Stockl. Das tut mir jetzt leid, Frau Hofer. Wir haben schon wieder eine neue Leiche. Hilft er nicht, gell? Danke für den Kaffee. Weißt du? Moin, moin. Und haben Sie ein schönes Wochenende gehabt? Morgen. Tja, also wenn wir Stall ausmisten, Zäune richten und Fensterläden streichen als Lieblingsbeschäftigung hat, na was, ein super Wochenende. Na, hält aber fit, ne? Ja. Ja, da wäre es ja nicht verhindern. Jetzt hat sie die Frau Hofer einen Riesenberg Brennholz liefern lassen.
Ja, dann ist ja unser neuer Mordfall eine willkommene Abwechslung für Sie. Mhm. D und S. Steht wahrscheinlich für Deppen und Schlawiner. Sie gehören also auch zu den Leuten, die dem Berufsstand der Bankiers eher mit Skepsis gegenüberstehen. Tja, in den heutigen Zeiten. Guten Morgen, die Herren. Morgen, Herr Mohr. Hallo, Herr Mohr. Und, haben Sie sich einen Überblick verschaffen können? Das können Sie glauben. Unser heutiger Toter heißt Helmut Kühnerst, 48 Jahre alt ist er geworden und der war etwas Höheres da bei der Bank. Etwas Höheres? Ja, so wie bei uns die Frau Ortmann ungefähr. Auch Controllerin? Ja, genau. Dann wollen wir mal. Was denn? Reingehen. Reingehen. Können Sie uns schon etwas über den Tathergang sagen? Freilich, den habe ich recherchiert bis ins kleinste Detail. Die Sekretärin von dem Herrn Kühnerst, eine gewisse Frau Gerti Bäumler. Wo sind die? Die ist oben im Aufenthaltsraum, die ist fertig mit der Welt. Da geht's weiter. Die braucht man für einen. Ja, freilich, das habe ich schon gesagt. Die Gerti Bäumler ist an ihrem Schreibtisch gesessen und da hat es der Kühnerst angerufen über die Gegensprechanlage und hat gesagt, dass sie ganz geschwind kommen soll. Ja, und dann? Dann ist sie ganz geschwind gekommen. Sie ist aufgestanden, sie hat die Türe geöffnet. Das war wann? Um 9.30 Uhr. Und dann hat sie die Türe vom Büro von Kühnerst aufgemacht und hat gesehen, wie er den letzten Schnauferer macht. Was? Schnauferer ist gleich Atemzug. Und dann war's aus mit ihm. Danke, Herr Mohr. Sehr gut. Und kümmern Sie sich jetzt bitte schon um die Sekretärin. Die Frau Bäumler. Eben diese. Und die vernehmen wir dann später, ja? Alles recht. Ah, guten Tag, die Herren. Hallo, Frau Doktor. Hallo. Moin, Moin, Frau Doktor. Sie wissen doch bestimmt, wieso Herr Kühnerst seinen letzten Schnauferer getan hat. Es scheint diesmal ein echter Klassiker zu sein, Kaliumcyanid. Zyankali? Aber das riecht man doch. Ich gehe davon aus, dass es im Kaffee war. Das Kaffeearoma überdeckt den Bittermandelgeruch. Natürlich muss das erst im Labor analysiert werden. Mein Gott, das ist ja furchtbar. Darf ich zunächst mal fragen, wer Sie sind? Magal, bin der Direktor dieser Bank. Ah, ja. Woran ist er? Ja, das auszufinden sind wir da. Brandl, Kommission, mein Kollege der Hansen. Ach. Und wir sprechen uns später sicher auch noch. Ja, bis dann. Frau Bäumler? Das sind unsere Hauptkommissare, der Herr Hansen, der Herr Brandl ist die Frau Bäumler. Grüß Gott, Frau Bäumler. Grüß Gott. Tag. Ja, wir müssen Ihnen da ein paar Fragen stellen. Denken Sie, es geht? Ja, danke, das geht schon. Ich muss ja gleich wieder an die Arbeit. Schön. Bis später. Ja, Frau Bäumler, wissen Sie irgendwas, ob der Herr Kühnerst Streit mit jemand gehabt hat oder hat ihn jemand bedroht? Überhaupt nicht. Der Herr Kühnerst, der war überall beliebt, das war ganz ein Netter. Ja, mit einem Kunden vielleicht? Nein, der hat ja mit den Kunden direkt gar nichts zu tun gehabt. Der war mehr für die internen Angelegenheiten zuständig. Controlling? Ja, kann man sagen. Mhm. Und wissen Sie vielleicht, wann der Herr Kühnerst das letzte Mal eine Tasse Kaffee getrunken hat, jetzt hier im Büro? Am Freitagvormittag. Er macht sie jeden Tag so gegen... Entschuldigung, er hat sie jeden Tag so gegen 9:30 seine Tasse Kaffee gemacht. Seine Tasse? Ja, also mit dem Kaffee, da war er sehr eigen. Da hat er nur ganz eine besondere Mischung getrunken. Die er in seinem Büro aufgehoben hat, ja? Und auch zubereitete. Aber warum fragen Sie das? Reine Routine. Meinen Sie, es war was in dem Kaffee drin? Ja, wer weiß. Könnte sein. Können Sie uns sagen, wer seit Freitag 9:30 in seinem Büro war? Termine hat er Freitagvormittag keine mehr gehabt, aber ich bin ja schon so gegen 1, also 13 Uhr gegangen. Die Putzfrau natürlich, ja, die kommt immer am Samstagvormittag. Ah ja. Und wer außer Ihnen hat noch Zugang zu Kühnersts Büro gehabt? Ja, nur der Herr Kühnerst und ich und die Putzfrau. Ja, und einen Generalschlüssel gibt's natürlich auch noch. Und den hat wer? Bloß der Magal und der Läubel. Läubel? Ja, das ist der Stellvertreter vom Magal. Also wenn Dr. Kern mit ihrer Vermutung recht hat, das hat sie ja meistens, dann muss der Täter das Gift zwischen Freitag 9.30 Uhr und heute Morgen 8 Uhr in den Kaffee getan haben. Da haben wir doch schon was. Exakte Tatzeit innerhalb der letzten 60 Stunden. Herr Mohr, die Frau Bäumler kommt jetzt gleich runter. Aha. Und? Ja, und die wird den Namen und Adresse von der Putzfrau geben. Weiter? Wenn sie Putzfrau dann gleich befragen werden. Gleich. Gleich. Ja, Mord in der Bank, das ist keine gute Werbung. Ja, bitte. Ich verlasse mich auf Sie. Wiederhören. Doch. Das war gerade Ihr Chef, der Herr 80er. Der bittet Sie, diesen Fall mit äußerster Diskretion zu behandeln. Was anderes haben wir gar nicht vorgehabt. Meine Herren,
Und der Herr Künast, der ist wirklich ermordet worden. Sieht ganz so aus, ja. Und wie? Das wissen wir nach der Obduktion. Versteht es überhaupt nicht. Der Helmut war doch überall beliebt. Haben schon einen Verdacht? Haben Sie einen? Keine Ahnung. Das heißt, in letzter Zeit kriegen wir immer öfter so Drohbriefe. Irgendwelche Leute, die nicht mit dem Geld umgehen können und uns dafür verantwortlich machen. Bis jetzt habe ich das überhaupt nicht ernst genommen. Und jetzt nehmen Sie es ernst? Ja, mein, das muss ich ja wohl. Heute früh war wieder so ein Foto in der Post. Ah ja, können wir das mal sehen. Sofort sind wir damit die Frau Bäumler ja archiviert des Zeugs. Gerti! Ja, bitte? Die Herren Kommissare kommen gleich zu Ihnen raus, wenn Sie so nett wären und denen die Drohbriefe geben. Haben Sie irgendeinen Verdacht, von wem die Drohbriefe stammen könnten? Keine Ahnung. Vielleicht von einem Kunden, den Sie, ja, übervorteilt haben. Bei uns wird niemand übervorteilt. Überlegen Sie mal, da fällt einer bestimmt jemand ein. Wie machen wir's? Sie oder ich? Ich hab mir gedacht, wir teilen uns das. Ich klingel? Ach, wenn ich darf. Schön. Ja, bitte? Frau Künast? Ja? Hauptkommissar Hansen, Kripo Rosenheim. Das ist mein Kollege Prantl. Grüß Sie, Gott. Ist was passiert? Ja, wir haben leider eine traurige Nachricht zu überbringen. Vergiftet. Wir wollen dem Ergebnis der Obduktion nicht vorgreifen, aber im Moment müssen wir davon ausgehen, ja. Aber wer soll denn den Helmut vergiftet haben? Also eigentlich hatten wir gehofft, dass Sie uns da vielleicht weiterhelfen könnten. Hat der Mann mit irgendjemand Ärger gehabt? Private Schwierigkeiten? Na, überhaupt nicht. Der Helmut, der ist... Also der war überall beliebt. Das war eine Seele von einem Menschen. Ja, davon haben wir schon gehört. Was haben Sie an diesem Wochenende gemacht? Sagen wir ab Freitagmittag. Ich? Ich war übers Wochenende mit meinem Mann in Salzburg. Wann sind Sie da los? Am Freitag um 4 habe ich ihn von der Bank abgeholt und dann sind wir gleich los. Und heute in der Früh sollen wir wieder zurückkommen. Ja, also sobald wir mehr wissen, sagen wir Ihnen Bescheid und nochmal herzliches Beileid. Du weißt es schon. Und Sie sind? Leubel, Robert Leubel. Ich bin ein Kollege und Freund von Herrn Künast. Ah ja, der stellvertretende Chef. Richtig. Aber es tut mir so leid. Ich bin immer für dich da, das weißt du. Ich hatte das Büro neben ihm. Sie sind von der Polizei, nehme ich an. Ist richtig, mein Name ist Prantl, ist mein Kollege, der Herr Hansen. Und mit Ihnen würden wir uns auch gerne unterhalten. Ja, natürlich. Ich würde mich nur gerne erst um Frau Künast kümmern, wenn es recht ist. Selbstverständlich, aber wenn Sie danach bitte gleich ins Präsidium kommen. Bitte. Mach ich. Danke. Schön, wenn man Freunde hat. Ja, aber die Frage ist doch, um was für eine Freundschaft handelt es sich? Ja, Frau Dr. Kern, ja, ich leite es weiter, gell? Wiederhören. Also, heute geht's zu. Furchtbar. Kripo Rosenheim, Apparat Stockel, grüß Gott. Ah ja, okay. Ja, ich leite es weiter. Wiederhören. Ach, die Frau Dr. Kern hat gerade angerufen. Das Zürn Kali war tatsächlich im Café. Grüß Gott, Frau Stockel. Grüß Gott, ja. Und die Spurensicherung hat sich auch gemeldet. Die haben nur Fingerabdrücke vom Künast auf der Kaffeedose gefunden. Von sonst niemanden. Sehr schön, Frau Stockel. Danke. Kannten Sie der Frau Ordner noch Bescheid sagen, dass sie sich kundig macht über die D&S-Bank? Gleich. Ja, gleich. Tag, Frau Stockel. Grüß Gott. Und bei Ihnen, Herr Mohr, haben Sie schon die Drohbriefe von Künast Sekretärin bekommen? Eigentlich habe ich die bekommen. Das habt ihr vergessen. Wir sind schon bei der KTU. Fingerabdrücke sind genommen. Sie sagen Bescheid. Ja, das ist doch schön. Stopp! Ja, nicht du. Schaut mal her. Das war heute in der Post. Das ist eigentlich nur ein Faltblatt von der D&S-Bank. Mhm. Also eigentlich ziemlich dilettantisch gemacht. Hätte ich auch nicht unbedingt ernst genommen. Herr Mohr, haben Sie die Putzfrau schon befragt, ob die am Wochenende in der Bank war? Freilich habe ich die befragt. Sie war aber nicht da. Sie war krank. Sie putzt heute.
In so einer Bank musstest du nur so vor Videokameras wimmeln. Ja, freilich, das wimmelt. Dann bringen Sie uns doch die Videobänder ab Freitagmittag. Herr Pandl, Videobände haben wir schon längst keine mehr. Das wird jetzt alles aufgezeichnet auf Festplatte oder DVD. Ja, von mir aus kann es ein Super 8-Film sein. Hauptsache, sind Bilder drauf. Also, wenn Sie... Herr Pandl, wenn ich die DVDs haben werde, dann sehen Sie die als Erster. Ja, und ich? Als Zweiter. Hansen und Brandl, die Herren sind da drin. Wir schauen. Ja, bitte. Ist gut. Herr Magerl, was führt Sie zu uns? Ich hab da noch mal drüber nachgedacht, wer hinter diesen Drohbriefen stecken könnte. Mhm. Bitte. Und hat das Nachdenken zu einem Ergebnis geführt? Vor ungefähr 4 Wochen haben wir einen riesen Ärger mit einem Kunden gehabt. Aha. Ja, der ist im Schalterraum aufgetaucht und hat randaliert und rumgeschrien, er wird es uns allen noch zeigen und so weiter. Mhm. Wieso der Zirkus? Das sind hochkomplexe finanzielle Transaktionen. Ich glaube nicht, dass Ihnen das was sagt. Probieren Sie es doch einfach mal. Ja. Wir haben sein Hypothekendarlehen an eine Anlagefirma verkauft. Ja, und die hat das umgehend fälliggestellt. Komplex. Wo ist das Problem? Ja, dass er das Darlehen nicht zurückzahlen hat können. Jetzt wird sein Haus zwangsversteigert. Ja, der Bauer ist ja doch nicht wunder, dass der sauer ist. Ja, mei, so ist es halt in meinem Geschäftsleben. Fressen oder gefressen werden. Ja, und das sind meistens die Falschen gefressen werden. Und wie heißt der Gefressene? Kirchlechner. Ich habe Ihnen da Adresse und Telefonnummer notieren lassen. Was wir jetzt noch gerne wissen wollen würden, waren Sie am Wochenende in Ihrer Bank? Warum? Weil wir das immer wissen wollen. Nein, ich war nicht in der Bank. Wieso auch? Da hätte er sein können. Vielbeschäftigter Banker, 80-Stunden-Woche. 80-Stunden-Woche, ja, das stimmt. Und trotzdem habe ich dieses Wochenende endlich mal frei gehabt. Gut, wenn sonst nichts mehr ist, Sie wissen, was wir erreichen. Natürlich. Danke. Wiedersehen. Ja. Fressen oder gefressen werden. So einfach ist es. Bleib da. Bitte. Ich brauche dich. Ich kann nicht noch länger bleiben. Wenn rauskommt, dass wir zwei was miteinander haben, was glaubst du, was dann los ist? Aber ich kann jetzt nicht allein sein. Sei vernünftig, bitte. Wir müssen warten, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Es war eh blöd, dass die mich haben herkommen sehen. Ich rufe dir auf Nacht nochmal an. Ja? Versprochen. Danke. Das war die KTU. Außer den Fingerabdrücken von Magerl, dem Leubel und der Sekretärin befanden sich keine auf den Drohbriefen. War auch nicht anders zu erwarten. Tja. Entschuldigt bitte, eigentlich Herr Leubel möchte Sie sprechen. Ah, der Herr Leubel. Da bin ich. Hallo. Hallo. Nehmen Sie doch bitte Platz. Danke. Sie haben sich doch bestimmt Gedanken darüber gemacht, wer Ihren Kollegen vergiftet haben könnte. Ja, natürlich habe ich das, aber... Kennen Sie sowas? Ja, sowas kenne ich. Das bekommen wir öfter. Der Herr Magerl hat in dem Zusammenhang den Namen Kirchlechner ins Gespräch gebracht. Ja, der hat sich vor einiger Zeit ziemlich aufgeführt, das habe ich mitbekommen. Aber der deswegen gleich einen Mord begeht. Wie ist eigentlich Ihr Verhältnis zu Frau Künast? Wir sind befreundet. Wie befreundet sind Sie denn? Wir haben nichts miteinander, wenn Sie das meinen. Genau, das wird man wissen. Können Sie sich vorstellen, wer Herrn Künast ermordet haben könnte? Hat der Feinde gehabt? Nein. Also, nicht, dass ich wüsste, keine Ahnung. Ja, wenn Sie uns jetzt noch sagen, ob Sie am Wochenende in der Bank waren, dann sind wir eigentlich schon fertig. Nein, ich war nicht in der Bank. Was soll denn das jetzt? Glauben Sie, ich hätte was mit dem Mord zu tun? Wir müssen das fragen, der Vollständigkeit halber. Das war's schon, Herr Leubel. Danke. Wiederschauen. Wiederschauen. Wiedersehen. Was meinen Sie? Also, dass er mit der Künast nichts hat, das war mir eine Spur zu schnell. Aber ob er... Schuldig? Oder nicht schuldig? Schauen wir mal. Hallo, Herr Brandl!
kommen Sie mal schnell her. Schön, dass Sie schon da sind. Schauen Sie, was ich für Sie habe. Italienische Vorspeisen und eine Ciabatta. Das mögen Sie doch so gern. Ja, ich muss eigentlich, aber gut, ja. Lang ins Gescheit so, nur keine Hemmungen. Was ich Sie fragen wollte, ich habe gehört, dass der Künast von der D&S-Bank vergiftet worden ist. Ja, das haben wir dran. Weiß man schon wer? Bis jetzt noch nicht. Aber weil Sie es gerade ansprechen, Frau Hofer, Sie kennen sich doch in der Rosenheimer Hot Volley aus. Was wollen Sie denn wissen? Kennen Sie diesen Magerl? Ach, gängen Sie mal bloß mit dem. Mit dem war ich in der 10. Klasse im Tanzkurs. Keine guten Erfahrungen. Keine guten Erfahrungen. Ich sag's Ihnen, der hat mich derart angemacht, da läuft's mir heute noch ganz kalt den Buckel runter. Oh. Was sagt man denn heute so über ihn? So ein richtiger Reißer. Wo ich bin, ist vorn, wenn's verstehen, was ich mein. Schon klar. Ach, ich wollte ja eigentlich... Frau Hofer, wenn's wegen dem Haufen ist... Um den kümmere ich mich, Herr Brandl, das habe ich Ihnen doch gesagt. Sie sind mein Gast, da kann ich Sie doch nicht permanent einspannen. Ja. Frau Stoffel, ich bin gleich im Büro. Ja? Aha. Ja, dann komme ich gleich in die Bank. Kein Problem. Ja, der kann doch eh nichts dafür. Ja. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen, Michi. Sag doch mal, wo kommst du her? Ich komm von der Bank. Ich hab diese DVDs von der Überwachungskamera geholt. Und dann war ich noch beim Metzger. Ui, hast du mir auch was mitgebracht? Los, Leberkäs, Butterbrezen. Sag einmal, Michi, spinnst du? Das kannst du nicht auf die wichtigen Unterlagen legen. Du hast mir erst letzte Woche einen Fettfleck gemacht. Ich hab so gut einpacken lassen. Moin, moin. Morgen. Moin, Herr Hansen. Die DVDs waren da. Das ist doch gut, ja. Wieso hat das so lange gedauert? Ja, es ist ja so. Es war alles auf einer Festplatte gespeichert und wir haben aber keinen DVD-Brenner bei der Bank. Jetzt habe ich auf eigene Kosten aber einen DVD-Brenner organisiert und da war es mit der Software. Ja, dann können Sie ja eigentlich gleich wieder los. Jetzt bin ich gerade erst gekommen. Ja, tut mir leid, Sie müssen diesen Herrn herholen. Matthias Kirchlechner, Adresse steht da drauf. Aha, ja. Wo sind denn mit den DVDs? Ja, die schauen Sie sich anschließend an. Machen wir schon wieder hier. Wenn ich Sie drum bitte. Ja. Guten Appetit. Für die Michi. Ach, Herr Hansen, bevor ich es vergesse, Sie sollen in die Bank fahren zum Herrn Magerl. Aha. Wieso kommt er nicht zu uns, wenn er was von uns will? Da fragen Sie am besten den Herrn 80er, der hat nämlich... Wenn der 80er das so wünscht. Und der Brandl? Den habe ich gerade angerufen, der ist unterwegs. Du hast doch mal eine freudige Mitteilung. Morgen, Herr Hansen. Schön, dass Sie schon da sind. Jetzt werden Sie nur nicht übermütig, nur weil Sie einmal vor mir da sind. Ein bisschen Stolz wird ja wohl erlaubt sein. Wissen Sie, warum wir hier antanzen müssen? Extra Wunsch von Herrn 80er. Na dann. Ja? Herr Magerl? Ja? Die Herren von der Polizei waren jetzt da. Sollen reinkommen? Mhm. Bitte, meine Herren. Nicht aber Zeit. Fliegen lernen wir erst nächste Woche. Da schauen Sie her, das war heute früh in meiner Post. Hab ich einen eingepackt wegen der Fingerabdrücke. Was halten Sie denn da davon? Ja, das sollten Sie jetzt schon ernst nehmen, hm? Sie bekommen natürlich Personenschutz von uns. Unmöglich, wie schaut denn das aus? Auf jeden Fall besser wie eine Beerdigung. Kommt da gar nicht in Frage. Ja, dann sollten Sie es wenigstens vermeiden, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen, bitte. Wie stellen Sie Ihnen das vor? Ich habe gesellschaftliche Verpflichtungen. Ja, das müssen Sie wissen. Wir haben Ihnen unsere Hilfe angeboten. Ja, angeboten? Das war gescheiter, wenn Sie den Kerl endlich schnappen würden. Sie, wir arbeiten dran. Dann will ich Sie nicht länger von Ihrer Arbeit abhalten. Ja, aber Herr Leubel, ich... Herzi, das haben Sie mich doch schon zweimal gefragt. Entschuldigung, ich wollte Sie nur daran erinnern. Herzi, komm jetzt bitte mal. Daran erinnern? Gleich. Ja. Wiederschauen. Wiedersehen. Grüß Gott, Frau Künast. Grüß Gott, ich... Ja, Sie haben bestimmt einiges zu regeln. Ja. Ja, da wollen wir Sie nicht länger aufhalten. Ja, wiedersehen. Wiedersehen. Messer sei. Frau, was machst du hier? Was mit dir reden? Ich hab dir doch gesagt, dass wir uns nicht zusammen sehen. Ich werd doch wahnsinnig. Bitte lass uns doch.
je. Hey, was glaubst du, was dann los ist? Bitte, wir müssen keinen Kopf bewahren. Wir dürfen jetzt keinen finden. Ich denke mal, Sie haben uns einiges zu erklären. Die Traudl, also... Frau Künast und ich, wir haben ein Verhältnis. Und wieso wollten Sie es verschweigen? Weil Sie dann weiß Gott was gedacht hätten. Ja, und was glauben Sie, denken wir jetzt? Hat denn Ihr Mann von dem Verhältnis gewusst? Na, wir wollten es ihm schon lange sagen, aber es hat sich nie die richtige Gelegenheit ergeben. Es könnte aber auch sein, dass Sie unter allen Umständen verhindern wollten, dass Ihr Mann von dem Verhältnis erfährt. Ich hab den Helmut nicht umgebracht. Ihr Mann hat doch eine schöne Lebensversicherung zu Ihren Gunsten. Das waren schon zwei Motive. Sie haben das zu Ihrem Karl in Kaffee gemischt, als Sie Ihren Mann am Freitag abgeholt haben. Nein, das habe ich nicht. Ja, und Sie hätten auch jederzeit in sein Büro gehen können und ihm das Gift in den Kaffee schütten. Das habe ich aber nicht getan. Okay, es war ein Fehler, dass wir unser Verhältnis nicht gleich zugegeben haben. Aber ich habe den Helmut nicht umgebracht, das müssen Sie mir glauben. Geglaubt wird in der Kirche, ja? Uns sind Tatsachen lieber und Tatsache ist, Sie haben ein Motiv, genau genommen sogar zwei. Und Sie haben die Möglichkeit gehabt, Ihren Kollegen zu vergiften. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Ich war es nicht. So, jetzt sage ich kein Wort mehr, bevor ich mit meinem Anwalt gesprochen habe. Wir waren es wirklich nicht. Frau Stockel, haben Sie schon was über die Bank rausgefunden? Nein. Wieso nicht? Weil ich mich kundig gemacht habe. Na, Frau Hartmann. Frau Stockel hatte mich gebeten, die Geschichte zu recherchieren, weil Geld und Banken ja eher in mein Fachgebiet fallen. Dann schießen Sie mal los. Die D&S Bank hat jede Menge Klagen am Hals wegen Falschberatung. Falschberatung? Ja, die haben ihren Kunden alle möglichen Papiere, Aktien und Zertifikate als sichere Anlagen verkauft. Waren aber nicht sicher. Ganz und gar nicht. Total Schaden auf der ganzen Linie. Und da hat die Bank ein Problem. Da könnte es natürlich sein, dass ein Kunde nicht nur einfach klagt. Verständlich wär's. Und wie ich Sie kenne, haben Sie bestimmt schon eine Liste mit den Namen parat. Hm? Hab ich. Werde ich Ihnen zukommen lassen. Danke, Frau Hartmann. Gerne. Wiederschauen. Wiederschauen. Wiedersehen. Hat der Mord in Kirchlechner schon gefunden? Freilich hat der Mord in Kirchlechner gefunden. Sitzt aus dem Gang und wartet. Sehr gut, Herr Mohr. Ja, da könnten Sie ja die Videos gleich anschauen. DVDs. Es sind DVDs. Ja, dann halt die DVDs. Ja. Sind Sie Herr Kirchlechner? Ja. Tag, Hansen, mein Kollege Prantl. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, kommen Sie bitte mit uns mit. Bitte nehmen Sie Platz. Sie wissen, warum wir Sie hergebeten haben. Wegen dem Künast, schätze ich mal. Sehr richtig. Weil Sie ein Motiv für den Mord hätten. Kann ich Ihnen noch ein paar Dutzend andere nennen, die von diesen Gangstern von der D&S ruiniert worden sind? Tja, die waren aber nicht alle in der Bank und haben es randalieren gefahren. Ich bin einfach ausgerastet. Wissen Sie, ich habe die Raten für mein Darlehen immer pünktlich gezahlt. Und auf einmal verkaufen die meine Schulden an so eine halbscharige Firma. Und die versteigern mir mein Haus, bloß weil sie den Hals nicht vollkriegen können. Ja, da kann man schon eine richtige Wut kriegen. Ja, aber doch nicht so, dass man jemand umbringt, wenn Sie das meinen. Und wenn, dann hätte ich mir den Margal vorgenommen. Der war ja die treibende Kraft. Fressen oder gefressen werden? Ja, genau. Das hat er auch gesagt. Sind warm? Ziehen Sie doch die Jacke aus. Nein, nein, ist okay. Vielleicht haben Sie ja mit dem Künast angefangen, um sich das Beste für den Schluss aufzuheben. In dem Fall sorge ich mir mein Leben ganz bestimmt nicht. Es langt schon, was die mir angetan haben. Wann waren Sie denn das letzte Mal in der Bank? Vor 14 Tagen, wie ich so ausgerastet bin. Nicht zu viel letzten Freitag? Nee, ganz bestimmt nicht. Ja gut, das war's dann fürs Erste. Sie können gehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Danke Ihnen. Zutrauen würde ich Sie, was meinen Sie? Ja, genug geschwitzt hätte er ja. Jetzt schauen wir uns erstmal die Videos von diesen Überwachungskameras an. DVDs, das sind DVDs. Der Mohr. Wie schaut's aus mit dem Happen? Times Square? Na, Scholle? Scholle kann ich mir, aber ein Espresso bringst du noch. Cappuccino? Heißt du doch. Ich geh dann mal. Wie schaut's denn aus mit deinem Rundum-Sorglos-Paket bei der Hofer-Marie? Rundum-Sorglos-Paket. Das war gut.
Hältst du dich gescheit auf Trab? Eben nicht. Genau andersrum. Vom Haus ein Riesenstapel Holz. Und der muss aufgeregt werden. Jetzt sagt sie aber jeden Tag zu mir, ich soll mich auf keinen Fall darum kümmern. Sagt's. Oh, oh, oh. Und umsorgt mich wie ein Dalai Lama. Bringst du noch ein Glas Wein? Schauen Sie den Zwetschgentatschen, den habe ich extra für Sie gemacht. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich nicht gut an. Und sagt mir auch noch jeden Tag, ich soll mich wohlfühlen bei ihr. Sagt's. Schaut so aus, als wenn es da schlecht gewissen habe. Dass du dann frei bist. Genau so schaut's aus. Da musst du jetzt hart bleiben. Wenn du jetzt schwach wärst, dann hat's dich ein für alle Mal. Hart bleiben. Irgendwann müssen sie das Problem ja lösen. Ihre Abwesenheit nehmen ja schon hofersche Dimensionen an. Ich verstehe sowieso nicht, warum sie sich nicht nach einer neuen Bleibe umsehen. Ach so. Was ach so? Ach so halt. Nix ach so. Schmarrn. Ein Espresso bitte. Michi, weißt was? Ich bring dir jetzt erst einmal einen Kaffee. Stockler, super, danke. Ach, Herr Mohr, gut, dass Sie hier sind. Könnten Sie bitte... Nein, der Herr Mohr könnte nicht, weil der Herr Mohr schaut sich jetzt das Video, die DVD an. Und wenn der Herr Mohr die DVD angeschaut haben wird, dann könnte der Herr Mohr, vielleicht. Ja, sehr gut, Sie haben recht. Tut mir leid. Sehen Sie sich die Videos, DVDs in aller Ruhe an. Wenn Sie fertig sind, kommen Sie zu mir. Frau Stockler? Ja? Haben Sie irgendwo schon der Frau Ortmann Ihre Liste von den geprellten Anlegern? Ja, die liegt auf dem Schreibtisch. Ich mit. Danke. Schaut mal her. Ich glaube, ich habe was gefunden. Was haben Sie denn gefunden auf Ihren DVDs? Da kommen wir es nicht her. Da. Der Kirchlichner am Freitag um 9. Ach, das gibt's ja nicht. Der Kirchlichner? Die haben es eiskalt belogen. So. Und jetzt wird der Herr Mohr losmarschieren und den Kirchlichner herholen, weil jetzt hat der Herr Mohr die DVD angeschaut und hat Zeit, dass er den Kirchlichner herholt. Wenn wir den Herr Mohr nicht hätten. Dann wird sie ganz schön abgeschmissen. Aber wirklich. So, da ist er. Hi. Kollege Dackel. Hallo, Herr Kirchlichner. Tag. Sie haben uns angelogen. Wieso habe ich Sie angelogen? Weil Sie nicht vor 2 Wochen das letzte Mal in der Bank waren, sondern jetzt am Freitag. Wir können Ihnen gerne die DVD-Aufnahme von der Überwachungskamera zeigen. Okay. Ja, ich war in der Bank. Sie waren aber nicht mehr im Schalterraum, Sie waren nach oben im ersten Stock. Ich war völlig verzweifelt. Sie haben keine Ahnung, wie das ist, wenn man aus seinem Haus raus muss. Ja, und dann sind Sie zum Künast und haben sich an ihm gerecht. Nein, ich bin zum Künast, weil er auch der Vernünftigste war von denen. Ich wollte mal mit ihm reden, dass er das Ganze rückgängig macht. Und als er das abgelehnt hat, haben Sie das Gift in seinen Kaffee gerührt. Nein, habe ich nicht. Das sagen Sie jetzt. Das müssen Sie mir glauben. Ich habe mit dem Künast nur geredet. Der hat mich sogar voll verstanden. Warum hätte ich ausgerechnet den umbringen sollen? Weil Sie Gelegenheit dazu hatten. Und weil Sie einen nach dem anderen umbringen wollten. So war es nicht. Erst den Künast, dann den Leube und als Krönung den Magath. Der Künast, der wollte mir noch einen Kontakt machen zu einer anderen Bank, weil ich die Raten ja auch immer pünktlich gezahlt habe. Ich war das nicht. Ich bin doch kein Mörder. Herr Mohr, bringen Sie Herrn Kirchlechner bitte zum Ausgang, ja? Zum Ausgang. Herr Kirchlechner, kommen Sie mit. Ja, und wir? Wir machen Feierabend. Ah, Herr Schaft. Ja, Herr Brandl. Wo bleibst du so lang? Ich hab extra Böfflamott für Sie gemacht. Ermittlungen, Frau Hofer. Schwierige Ermittlungen. Ja. Jetzt kommen Sie und ein Glas Wein kriegen Sie auch. Ich hab ein ganz feines Tröpfel für Sie. Ja, das ist ja nett, Frau Hofer, aber ich muss mal ganz früh raus. Nein, Herr Brandl, so kommen Sie mir nicht aus. Wir zwei, wir setzen uns jetzt ganz gepflegt hierher. Sie sollen sich doch wohlfühlen bei mir. Hm? Guter Wein, Kerzen und jetzt soll ich's essen, gell? Thank you.
Guten Morgen, Frau Stockel. Brandl hier. Guten Morgen, Herr Brandl. Ich wollte bloß sagen, dass ich heute ein bisschen später komme. Wie später? Ja, später halt. Danke. Na ja, wenigstens hat er angerufen. Ist der noch nicht da? Wer? Gibt's außer Brandl noch jemanden, der ständig zu spät kommt? Ja, und der ist momentan auf Kur. Stimmt. 5 Wochen noch, ne? Ja, er hat angerufen. Der Hofer? Na, Herr Hansen, der Brandl. Ach so. Kaffee? Gerne. Gerti, sagen Sie mal, der Kühners, der hat so einen blauen Ordner gehabt. Haben Sie eine Ahnung, wo der ist? Keine Ahnung. Da hat er mich letztes Mal auch schon danach gefragt. Er? Mhm. Das ist komisch. Naja, vielen Dank. Gern. Was haben Sie denn da gemacht? Ich habe mir gedacht, ich unterstütze Sie ein bisschen, weil Sie doch immer so nett zu mir sind. Mei, aber das hätte jetzt wirklich nicht gebraucht. Lasst es gut sein. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Und erst, weil wir jetzt wieder einen Platz haben für die nächste Lieferung. Das war bloß ein Scherz. Herein. Ach, Herr Hansen. Nehmen Sie doch bitte schön Platz. Danke. Ja, ich hoffe, wir sind weiter im Fall Kühners. Der Herr Magel wird mir langsam lästig mit seinen permanenten Anrufen. Ja, wir haben da mehrere Verdächtige. Wir? Wo ist denn eigentlich der Herr Brandl? Ja, das beim Arzt. Beim Arzt? Ja, beim Zahnarzt. Oh. Hat Schmerzen gehabt. Ja, also wie gesagt, wir haben mehrere Verdächtigen. Die da wären? Die Ehefrau des Ermordeten hat ein Verhältnis mit einem Kollegen ihres Mannes. Und beide hätten sie die Möglichkeit gehabt, das Gift in den Kaffee zu mischen. Ah ja. Ja. Außerdem gibt es da noch einige geprellte Anleger, die alle ein Motiv hätten. Und einer dieser Anleger, ein gewisser Herr Kirchlechner, der war am Freitag auch im Büro vom Herrn Kühnerst. Aber konkrete Hinweise oder gar Beweise? Fehlanzeige. Kann man so sagen. Naja, Herr Hansen, jubeln lässt mich das jetzt alles nicht gerade. Ja, und nicht erst. 80er? Ja, der ist bei mir. Werde ich ihn ausrichten. Ja, Herr Hansen, Frau Stockel wünscht, Sie zu sprechen. Mhm. Dringend. Dringend? Ja, dann. Gutes Gelingen. Danke. Moin, moin. Wie war's beim Zahnarzt? Das war meine Ausrede beim 80er auf die Frage, wo Sie denn stecken. Ach so, ja. Danke. Da nicht für. Und Aktion Holzstapel endlich beendet, ja? Ja. Dann kann man also wieder mit Ihnen rechnen. Wieso gibt's was Neues? Keine Ahnung, aber die Stockel hat mich eben aus der Besprechung beim 80er geholt, also. Ja, dann schauen wir mal. Ja? Ja? Was gibt's denn so Wichtiges, Frau Stockel? Ihr habt Besuch. Guten Morgen, Frau Stockel. Guten Morgen. Der Herr Leubel, der hat gesagt, der muss euch ganz dringend sprechen. Mhm. Der will sicher gestimmte Sappling. Bestimmt. Grüß Gott, Herr Leubel. Grüß Gott. Tag. Was können wir Schönes für Sie tun? Ich bin da auf was gestoßen, das für Sie interessant sein könnte. Ich habe dem Kühners seinen Aufgabenbereich kommissarisch übernommen und deswegen habe ich mir seine Unterlagen angeschaut. Und dabei haben Sie eine Entdeckung gemacht? Ja. Ich habe festgestellt, dass mindestens 1 Million, wenn nicht sogar mehr, fehlt. Was verstehen Sie in dem Zusammenhang unter fehlt? Dass das Geld weg ist. Wie weg? Unterschlagen? Ja, davon gehe ich aus. Und Sie glauben, dass Kühners sich das Geld unter den Nagel gerissen hat? Nein, der hat es ganz offensichtlich entdeckt. Wer glauben Sie, hat es unterschlagen? Naja, ich konnte nur einige der Unterlagen einsehen, aber so wie das ausschaut, muss das oben passiert sein. Oben? Ganz oben. Jetzt nicht! Was ist denn? Ich muss dringend mit dir reden. Ich habe dem Kühners seine Unterlagen durchgeschaut. Ich habe ja seinen Aufgabenbereich kommissarisch übernommen. Und ja und? So wie es ausschaut, ist eine Unterschlagung auf der Spur. Eine Unterschlagung? Bei uns? Ja, das glaubst du selber nicht. Mindestens
als 1 Million, ich bin mir ganz sicher. Setz dich. Und weißt du auch wer? Keine Ahnung. Soweit bin ich noch nicht, aber wir müssen unbedingt die Polizei einschalten. Ja, logisch. Jetzt müssen wir erst einmal den Ball flach halten. Ein Skandal reicht fürs Erste. Auf den Schreck trinkt man einen Schluck. Habe ich aus dem letzten Italienurlaub mitgebracht. Ein Amaretto vom Feinsten. Den musst du probieren. Das glaube ich nicht, dass der Leute den Amaretto probiert. Was machen Sie denn da? Können Sie sich das nicht denken? Na. So, was haben wir da für Mischung? Zirkalien-Mandellikör. Also, Herr Macher, lass die Nummer kommen, so oder so nicht raus. Als Künast die Unterschlagung entdeckt hat, haben sie beschlossen, ihn zu töten. Und damit der Verdacht nicht gleich auf Sie fällt, haben Sie sich selber das Foto geschickt mit den Fadenkreuzen. Ja. Den Drohbrief gleich hinterher. Alles schön von langer Hand geplant. Hab doch gar keine andere Wahl gehabt. Natürlich, der Künast hat mich doch angezeigt. Hab dem Geld angeboten. Das wollte er nicht annehmen. Tja, und dann sind sie auf die Idee mit dem Gift gekommen. Fressen oder gefressen werden? Ja, das war's dann wohl. Herr Mohr? Herr Magel, wissen Sie was? Gehen wir's mit. Wir haben Ihnen doch gesagt, dass wir den Kerl finden. Manchen kann man es nie recht machen.